Oh nein! Hilfe! Hab dich! Was soll ich tun? Ich weiß! Geld! Es gehört mir! Oh, das ist eine Falle! Lass mich runter! Danke, dass du mich gerettet hast! Jederzeit! Das werde ich nie vergessen! War das dein Bauch? Ich bin am Verhungern. Ich habe kein Geld. Er hat mir alles genommen, was ich hatte. Ich weiß einen Ausweg. Komm mit. Ich nehme dich mit in mein Reich. Willkommen. Dieser Ort ist überflutet. Ich ertrinke. Ups. Ich habe ganz vergessen, dass du Luft brauchst. Atme. Zeit für etwas Unterwassermagie. Und hast du schon Kiemen? Wow. Hier ist eine Adoptionsurkunde. Unterschreibe sie, wenn du meine Tochter werden willst. Klar. Yay. Ich bin so froh. Eric. Schätzchen. Das ist deine Schwester. Was? Sie? Ich will nicht so eine Schwester haben. Komm schon, Eric. Das ist so gemein. Schatz, Kopf hoch. Wir machen dich schnell wieder zurecht. Abgemacht? Lass uns deine Haare machen. Wir brauchen viel Schaum. Schaum ist unglaublich. Jetzt spielen wir es aus. Eine Kopfhautmassage kann nicht schaden. Mit einem speziellen Schuppentuch tupfst du deine Haare trocken. Sehr schön. Oh, dein Gesicht. Dafür haben wir eine spezielle Seife. Und eine goldene Gesichtsmaske tut deine Haut gut. Wunderbar. Und abwischen. Dein Gesicht strahlt. Ich mag es. Zeit für einen Outfitwechsel. Probier es an. Ich habe schon ein Lieblingskleid. Na schön. Du siehst toll aus. Nur noch eine Schleife. Sieht aus, als ob der Geruch weg ist. Schön, dich kennenzulernen. Oh nein, auf keinen Fall. Eric, sag deiner Schwester Hallo. Gut. Oh ja, wie toll. Das ist ja super. Hände weg. Wow, eine Muschel. Die gehört mir. Gib sie zurück. Es ist Mom. Sie ruft uns. Oh nein, Mom. Meine Kinder. Hier ist mein Testament. Ich werde reich sein. Oh Mom, alles wird gut werden. Wer heiratet, bekommt das Erbe. Wer nicht, bekommt keinen Pfennig. Ich habe keine Chance. Eine Beautybox. Ich werde sie auspacken. Reinigungsschwämme. Um die Brille zu reinigen, richtig? Oh je. Nein? Was dann? Ein dringender Termin bei einer Kosmetikerin. Eine Kosmetikerin? Ich bin bereit. Reinige dein Gesicht mit Schaum. Eine entspannende Massage. Die Pickel loswerden. Eine Maske auftragen. Abwischen. Zeit für eine Tuchmaske. Lass sie 10 Minuten einwirken. Gesichtsmassage. Trage ein Peeling auf die rissigen Lippen auf. Abwischen. Lippen- und Augenpads auftragen. Ein nährender Lippenbalsam rundet die Behandlung ab. Wow. Was? 10%? Mehr nicht? Was kommt jetzt? Lass uns an der Schminke arbeiten. Magst du das hier? Was? Nein, nicht solche Augenbrauen. Wie wäre es damit? Ich will kein Schnurrbart. Nein. Ich habe meine Möglichkeiten ausgeschöpft. Eigentlich habe ich eine Idee. Lass uns Zauberschuppen benutzen. Schön. Ich klebe die Schuppen symmetrisch auf. Und füge Glitzer hinzu. Fertig. Wie sieht das aus? Schick. Wunderschön. Der Makeover ist zu 20% fertig. Was? Ein Frosch? Warum? Oh, ich verstehe.
Du bist eine verzauberte Prinzessin. Alles, was man braucht, um den Zauber zu brechen, ist ein Kuss. Igitt, eklig, gut, ich mache es. Nichts? Soll ich es nochmal versuchen? Sie ist einfach weggehüpft. Wie herzlos. Willst du meine Prinzessin sein? Auf keinen Fall. Das wirst du bereuen. Jetzt gibt es nur noch dich und mich. Sollen wir dein Outfit ändern? Oh ja, gute Idee. Was soll ich nehmen? Links oder rechts? Links. Und jetzt? Rechts. Links. Wie du willst. Rechts. Warte hier. Ich probiere alles an. Tada! Unglaublich, nicht wahr? Das ist gar nicht gut. Aber wir haben uns so viel Mühe gegeben. Was machen wir jetzt? Probier das an. Wow, das Kleid ist umwerfend. Danke. Magst du es? Ich liebe es. Mal sehen. Die Prinzessin ist bei 60%. Wir sollten etwas mit deinen Haaren machen. Wie wäre es mit einem Schmetterlingshaarreif? Nein? Ein Hut? Zu klein. Oder eine Kappe? Auf keinen Fall. Hier ist ein süßer Hut, der dir gut steht. Ein bisschen groß, aber das ist okay. Danke. Wow, ich glaube, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Ein Diadem und Ohrringe. Dann wollen wir sie mal aufhübschen. Bist du bereit? Sehen wir mal, was der Spiegel zu sagen hat. Das Makeover ist vollständig. Wir haben es geschafft. Tausend Dank. Hey Leute, bitte, sei meine Prinzessin. Mom, schreib das Testament um. Wozu die Eile? Eric, Mom braucht eine Pause. Mom, das sind meine Verehrer. Geschenke? Wie nett. Das ist unglaublich. Weg damit. Ich bin noch lange nicht so weit. Ich bin wieder gesund. Meine Süßen, ich liebe euch bis zum Mond und zurück. Wir werden eine unglaubliche Zukunft haben. Bye, Leute. Ich bin weg. Das war also nur ein Streich? Eric, das ist für dich. Ein reifer, saftiger Apfel. Danke. Irgendetwas stimmt nicht. Der Apfel. Oh nein, das war ich nicht. Was für eine süße Puppe. So eine habe ich mir schon immer gewünscht. Das sind die Meerjungfrauen. Sie sind meine Haustiere. Das sind doch nur Puppen, keine Haustiere. Warum lachen sie über uns? Ganz ruhig. Bye, Loser. Lass sie. Ich mag deine Meerjungfrauen. Wirklich? Klar. Pause. Hopp, hopp. Ich bin so traurig. Was fällt ihnen ein? Oh, sie werden sich wünschen, dass sie das nie gesagt hätten. Was sagt ihr dazu? Warte. Was ist das? Sie sammeln Geld für ein Traumhaus. Das ist doch mal eine Idee. Wir bauen ein Haus, das so schön ist, dass die Kinder uns mögen werden. Ich sage, wir bauen das Haus hier. Klingt gut. Wir brauchen mehr Platz. Weg damit. Gesagt, getan. Ein Dach, ein Rahmen. Was macht sie da? Der letzte Stuhl. Ups. Ich füge hier noch eine Lampe hinzu und Vorhänge. Fertig. Wie ist mein Plan? Ich habe an alles gedacht. Perfekt. Sollen wir anfangen zu bauen? Auf jeden Fall. Wir müssen vorsichtig sein. Nutzlos, nutzlos, nutzlos. Die Schränke, sie sind alle an ihrem Platz. Lass uns unsere Magie einsetzen. Oh, wow. Das haben wir toll gemacht. Ich weiß. Was? Oh. Ja. Wo hast du das gelernt? Von einem YouTuber. Wie toll. Es fehlt noch etwas Licht. Wir dekorieren den Eingang mit Kristallen. Und Muscheln. Sis, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es hat geklappt.
Wir kleben die Muscheln an die Wand und verschönern das Fundament des Hauses mit Korallen. Das Innere muss funkeln. Wie schön. Was? Was machst du da? Und wenn ich die Seifenblasen verbrenne? Nein, meine Seifenblasen. Warum musst du alles kaputt machen? Wow, warum schreist du so laut? Okay, ich mache es wieder gut. Die Seifenblasen sind wieder da. Danke, jetzt kann sie niemand mehr kaputt machen. Ich habe eine Idee. Wir werden mit den Kugeln das Haus dekorieren. Das finde ich toll. An die Arbeit. Wir machen mit der Inneneinrichtung weiter. Es ist wunderschön. Da kann ich nur zustimmen. Wir sind ein Dream-Team. Wir brauchen mehr Licht. Ich werde helfen. Danke. Das ist das Haus, von dem ich euch erzählt habe. Wow. Willkommen. Das ist für euch. Wow. Wir haben unser eigenes Spielhaus. Das ist so schön. Was passiert, wenn man diesen Knopf drückt? Gefällt es euch hier? Wir haben diese Challenge gemeistert. Oh nein, mein Ball. Ich werde dich nicht zurücklassen. Heul nie wieder weg. Hi. Ich bin Hals über Kopf verliebt. Chad, wach auf. Hey. Oh, ich bin so tollpatschig. Ich habe alles verloren. Ich kann dir helfen. Das ist sehr nett von dir. Oh, eine Meerjungfrau. Ich mag auch Meerjungfrauen. Was? Ich kann sie nicht ausstehen. Sie sind das Schlimmste. Auf Wiedersehen für immer. Er ist irgendwie lustig. Aber ich muss zurück. Warum juckt es überall? Das macht mich wahnsinnig. Was? Die Schuppen kommen zurück? Ehe ich mich versehe, bin ich wieder eine Meerjungfrau. Wie wär's damit? Es gibt eine bewährte Methode, um die Schuppen loszuwerden. Hey, was machst du denn da? Ich werde die Schuppen los. Ich habe eine bessere Idee. Wachsstreifen. Tschüss, Schuppen. Das tut weh. Schau mal, wie süß das geworden ist. Perfekt als Deko. Wow, ich bin beeindruckt. Ich weiß, gib mir den anderen. Ich bin so durstig. Ich habe den perfekten Platz für unser Aquarium gefunden. Ich lege ein paar Süßigkeiten dazu. Wasser, was für eine Erleichterung. Oh nein, es ist in einer Sekunde von Wasser zu Eis geworden. Warum? Ganz ruhig. Die Getränke sind gleich fertig. Die Hitze wird mich noch umbringen. Hör auf. Dieses Eis ist perfekt, um die Getränke zu kühlen. Hier, greif zu. Oh ja, danke. Sie hat dabei einen Durst. Ich muss Meerjungfrau an die Tafel schreiben. Ach ja. Was? Ich liebe Chad? Nein, das hätte ich nicht schreiben sollen. Ich hoffe, niemand sieht das. Mein Herz, es ist aufgetaut. Auf keinen Fall. Niemals. Reiß dich zusammen. Meerjungfrau ist nur ein Wort. Meer. Jung. Oh nein. Ich hab schon wieder getan. Oh, Chad. Schwester, rette mich. Ich bin verliebt. In wen? In Chad, den Lehrer. Einen menschlichen Lehrer. Hallo, Leute. Das ist er. Sprich mit ihm. Na los, mach schon. Was für ein schönes Haus. Wir haben es selbst gebaut. Oh nein, wir verwandeln uns jeden Moment in Meerjungfrauen. Chad, es ist soweit. Was steht da? 2, 1. Wir sind wieder Meerjungfrauen. Die Nerds sind zurück. Seht euch diese Loser an.
Das ist ein süßes Sonnenamulett. Das magst du wohl am liebsten, was? Die hat ein anderes. Ein Mond. Gib es her. Ich weiß, was zu tun ist. Pass auf. Eure Amulette. Bitte. Nein. Da gehören sie hin. Auf dem Boden. Unsere Amulette. Die müssen sie rausholen. Mein Mond. Meine Sonne. Oh, was ist denn hier los? Sieh dich an. Was ist mit mir los? Hey, was soll die Eile? Meine Augen. Was? Wir gehen rein. Das waren Meerjungfrauen. Leute, greif die Meerjungfrauen. Wo sind sie? Au, ganz ruhig, Tiger. Wo sind die Meerjungfrauen? Ups. Du, er hat mit uns gespielt. Wow. Was ist das? Warte mal, was ist denn das? Das sind Kiemen. Wir können unter Wasser atmen. Wir sind so dämlich. Oh, was ist das für eine Muschel? Was ist da drin? Wow, das ist die schwarze Perle. Lass uns mal sehen, was sie kann. Duck dich. Wow, wie hast du das gemacht? Die Macht der Nacht. Das ist ja verrückt. Ich habe auch eine geheimnisvolle Muschel. Schauen wir uns das Innere an. Igitt, eine verfaulte Muschel. Du solltest sie lieber nicht öffnen. Es ist noch so früh. Ich sollte schlafen gehen. Was soll ich tun? Ich brauche auch ein Haus. Das muss ich mir selbst bauen. Ich muss nachdenken. Oh, ich habe eine Idee. Ich sollte die Netze weit werfen. Das Meer hat immer genug Baumaterial. Ich werde ein wunderschönes Haus bauen. Das Wichtigste ist, dass ich es gut vermesse. Nagel, Hammer. Oh ja, nicht gucken. Mein Rahmen ist fertig. Ich kann anfangen zu malen. Wow. Sie sind aber leider zu klein. Ich brauche eine Lupe. Es hat geklappt. Die Schuppen werden auf meinem Dach schön aussehen. So schön. Nacht, wie sieht das aus? Was? Bist du mit dem Dach schon fertig? Ja, ich bin viel weiter als du. Was für eine Angeberin. Ich muss mich beruhigen. Oh, der Ventilator ist zu stark. Damit könnte ich einen Orkan auslösen. Wow, das ist eine verrückte Idee. Mein Dach ist lila. Es ist viel schöner als deins. Der Meeresboden ist mit Seesternen überschwemmt. Das könnte eine tolle Deko für meine Wände sein. Oh, eine süße Muschel. Die kann ich gut gebrauchen. Sie schreit aber nach einem Upgrade. Oh ja, dann räumen wir sie mal ganz aus. Puh, danke. Genau so. Eine schöne große Muschel. Hey, du. Hey. Ich brauche viele Seepferdchen. Danke. Hey ihr. Ihr werdet toll an meiner Wand aussehen. Umwerfend. Oh, ich habe eine Idee. Hey Oktopus. Hey Meerjungfrau. Kannst du mir helfen? Bitte. Halt mal. Deine Bestellung ist fertig. Perfekt. Danke. Das ist ein so süßer Oktopus. Oh, der ist ja winzig klein. Das wird sich ändern. Beste Freundin, wie sieht das aus? Die Schnitzeljagd geht los. Yippie! Wow, toller Fang. Mal sehen, was wir da haben. Eine Muschelkette passt perfekt zu meinem Entwurf. Oh, ich habe mich verheddert. Hilfe! Ich bin in einem Netz gefangen. Die Meerjungfrau braucht einen Helden. Ach, Krabbe, wirf mir eine Rettungsleine zu. Ich hole dich gleich da raus. Oh, Krabbe, danke, dass du mir geholfen hast. Du hast mich gerettet. Das gefährliche Netz sollte beseitigt werden. Du meinst auch, dass die Lichter hier oben sein sollten? Gute Idee. Eine Quallenlampe. An. Rosa Bälle für meinen Pool.
Yay! Hey Nacht, wie sieht das aus? Wow, was für eine Qualle. Ah, meine Finger, au! Ich werde noch etwas Unglaublicheres machen. Muschelstücke werden zu einer Deko. Es funkelt. Oh, wunderschöner Tüll. Wow, meine Wände sehen unglaublich aus. Das ist niedlich. Wo soll ich die Deko aufhängen? Hier drüben. Lichter an. Es ist Zeit für mein Mondamulett. Hey, komm schon, geh an. Ah, meine Augen. Ich bin fast blind geworden. Dann lass uns den Mond beleuchten. Mein Traumfänger sieht toll aus. Ich mache eine Pause. Darauf fallen sie bestimmt rein. Stimmt, ich werde fischen. Oh nein, was ist das? Ah, das ist nicht mein Tag. Was für eine schöne Nacht. Hey, was ist das? Hilfe? Wirklich? Was? Ah, mein Oberteil. Oh nein. Hey, bist du okay? Oh, du siehst schlimm aus. Ein Moment, das kriegen wir im Handumdrehen hin. Das würde viel besser passen. Hier schneiden. Ausgezeichnet. Was hältst du davon? Gut, sieht großartig aus. Es gibt noch mehr. Nimm meine Muscheln. Oh, so süß. Vielen Dank, beste Freundin. Die Zeit wird knapp. Eric, reiß dich zusammen. Du solltest etwas tun. Nein, wie kann ich sie aufziehen? Ach, was soll's. Ich gehe das Risiko ein. Wo bin ich? Wow, es ist so schön hier drin. Findest du mich auch, Fluffy? Wow. Das ist Eric. Hey, Eric. Wow. Meerjungfrauen. Eric, geht es dir gut? Wach auf. Ist alles okay? Was ist passiert? Seid ihr Meerjungfrauen? Sie haben sich verwandelt, ohne mir Bescheid zu sagen. Wie kann ich das ändern? Oh, danke, Krabbe. Wer hat deine Clown für dich? Buch der Zaubersprüche. Oh, hier ist es. Mädels, ich bringe euch zurück. La 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 la. Huhuhu. Kommt schon. Das hat nicht funktioniert. Stimmt. Ein Zaubertrank. Ozeanreste. Die Essenz des Golfstroms. Oh ja, ich bin ein Zaubertrank-Genie. Und wie sieht's aus? Eine explosive Mischung. Die Zeit ist fast um. Was können wir tun? Ich habe eine Idee. Sieh mal, wir haben unsere Flossen versteckt. Hey Eric, lass mich in Ruhe. Ich leide. Komm schon, Eric. Was? Ihr seid hübsch? Yippie! Komm mit uns, wir gehen hoch. Wow, was für ein Abenteuer. Ich hatte keine Ahnung, dass es so tief war. Du, küss Fluffy zum Abschied. Die Zeit ist um. Spuck es aus. Wo sind die Meerjungfrauen? Da sind sie. Hey, hi. Bist du eine Meerjungfrau? Hi. Oh, das ist eine lange Geschichte. Sind das Kiemen? Ups, greif sie! Hol sie dir! Schnell! Wo verstecken wir uns? Hinter dieser Tür! Eine tolle Idee! Sie sind da lang gerannt! Ich habe gehört, dass eine echte Meerjungfrau im Keller der Schule wohnt! Wow! Beeilt euch, wenn ihr sie sehen wollt! Das ist der Ort! Das ist so aufregend!
Dummköpfe, sie sind darauf reingefallen. Wo ist denn die Meerjungfrau? Ich sehe keine. Die Tür. Die haben uns reingelegt. Sei nicht so verzweifelt. Ich frag mich, was in diesen Kisten ist. Wow, da ist ein Bild von einer Meerjungfrau. Lass uns nachsehen, was da drin ist. Mach es auf. Das ist ein Albtraum. Wow. Wir sind erwachsen. Toll. Die Welt liegt uns zu Füßen. Was ist da wohl drin? Aknepflaster. Das ist eindeutig für mich gedacht. Ich hoffe, es hilft. Die Zeit ist um. Lass es uns abziehen. Wow, es hat funktioniert. Fantastisch. Was ist das? Etwas Feuchtigkeit. Fühlt sich gut an. Und jetzt sieht unsere Haut toll aus. Nummer 10. Was ist da drin? Ich mach auf. Eine Münze? Aber wofür ist sie? Oh, ich weiß. Das ist eine Spielautomatenmünze. Wir sollten versuchen, herauszufinden, was hier versteckt ist. Hier ist mein Fang. Was ist da drin? Wimpern. Ich habe Lidschatten. Ziemlich schön. Perlen. Hier sind die notwendigen Schminkutensilien. Ich fange mit meinen Augen an. Ich auch. Jetzt meine Wimpern. Ein Eyeliner. Oh ja. Ich habe einen Glitzerstift. Es soll funkeln. Und wir sind fertig. Was glaubst du, ist hier drin? Es ist eine Bürste. Und ich habe Haarschmuck. Zeit, ein paar Zöpfe zu machen. Da hast du wahrscheinlich recht. Schon viel besser. Ich werde wohl ewig brauchen. Wow, Strahlsteine im Haar. Ich Glückspilz. Oh je, ich bin mit dem Zöpfen noch nicht fertig. Ich lasse es so, wie es ist. Ich werde es einfach mit stylischen Accessoires aufpeppen. Großartig. Und ich werde Haarspangen hinzufügen. Tada, die neuen Frisuren sind fertig. Was ist hier drin? Ich mache es auf. Nein, ich. Es ist eine Meerjungfrauenflosse. Sie gehört mir. Nein, mir. Na toll. Oh, die Größe ist perfekt. Guck mal, passt wie angegossen. Na toll, und ich habe keine Flosse. Das ist so ungerecht. Mach dir nichts draus. Mir fällt schon was ein. Du hast Glück, es gibt eine Menge Müllsäcke. Jenna, probier das mal. Ist die Flosse für mich? Toll, danke. Aber woher hast du sie? Mach dir darüber keine Gedanken. Hier ist etwas Schönes versteckt. Perlen und eine Schnur. Ich weiß, wie ich sie verwenden kann. Ich werde es flechten, verdrehen und mit Muscheln und Perlen aufpeppen. Das Meerjungfrauen-Diadem ist fertig. Wahnsinn! Ist noch etwas für mich übrig? Ich werde eine Perlenkette machen. Ups. Geht es dir gut? Oh, wie schön. Die steht hier super. Ich kann meinen Atem nicht anhalten. Ich habe es nicht einmal geschafft, einen Timer einzuschalten. Halt die Luft an. Nein, das ist unmöglich. Wie man unter Wasser atmet. Suche. Diese Box, sie strahlt. Mal sehen. Oh nein, dieser Ring ist nicht für mich. Nein, den nehme ich nicht. Lass uns tauschen. Schön. Ich ersticke. Ich habe Kiemen. Nimm den Ring ab.
Puh. Die Kiemen sind weg. Was ist mit meinen? Alles in Ordnung. Wir heben die Ringe für später auf. So wie es aussieht, ist nichts mehr übrig. Da kommt jemand. Hilfe! Ich habe den Müll aufgesammelt. Ich lasse ihn hier. Niemand wird es bemerken. Hilfe! Ist das Müll? Wer immer das getan hat, bekommt großen Ärger. Jenna, ganz ruhig. Das ist gar nicht so schlecht. Schauen wir es uns an. Wir können Buchstaben aus Fimo machen. Ich werde helfen. Farbe. Ich finde es schön. Und der letzte Schliff. Das neue Plakat für unseren Club ist fertig. Du bist also die neue Putzfrau? Was? Oh ja. Hallo. Die Überwachungskamera haben dich erwischt. Ups. Heb den Müll sofort auf. Unglaublich. Mir ist schlecht. Was hat sie denn für ein Problem? Es geht dir bestimmt gut. Alles hat sich verändert. Aber unser Club wird weiter bestehen. Rettet den Ozean. Tretet unserem Club bei. Rettet den Ozean. Meldet euch an. Wir sind dabei. Ihr seid klasse. Das Plakat ist auch cool. Danke. Wie kann das sein? Wir hätten sie nicht im Keller einsperren sollen. Hört auf. Wir sind im Club. Wir haben es geschafft. Was? Sind wir schon wieder Kinder? Das ist verrückt. Wir sind in einem unglaublichen Club. Lasst uns zum Schwimmtraining gehen. Wow. Seid ihr dabei? Klar. Yay. Gott, ich habe das Angeln so satt. Hat schon jemand angebissen? Ja, bald. Angeln ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin am Verhungern. Oh, ein Wurm. Mein Lieblingssnack. Ich hab was. Das ist meine Chance. Hilfe. Was ist das? Ein Zettel. Helft mir. Jemand braucht unsere Hilfe. Ich hab etwas. Sei vorsichtig. Einen Moment. Ich hab's. Wow. Hey, wer ist das? Eine Meerjungfrau. Wow. Endlich. Ihr habt mich gerettet. Wir haben eine Meerjungfrau adaptiert. Wo ist sie? Nein. Schatz, das ist dein neues Zimmer. Willkommen. Was hältst du davon? Um ehrlich zu sein, es ist nicht gut. Es ist verwahrlost. Das tut mir leid. Ich habe eine Idee. Schau, all diese Spielsachen sind für dich. Oh nein, Barbie hat kein Bein. Kopf hoch, wir haben eine Überraschung für dich. Jake, wo ist das Leckerli? Ups, Entschuldigung. Ich neige dazu, im Stress zu naschen. Oh Jake, gib mir die Folie. Und die Puppe. Ich habe eine Idee. Entferne die alte Kleidung und die Beine. Form eine Flosse. Wickle Folie darum und bedecke sie mit Fimo. Füge Glitzer hinzu und verziere es mit Perlen. Fertig! Eine einzigartige Meerjungfrau von Barbie nur für dich. Wow, das gefällt mir. Gib mir 5. Wir reden später weiter. Mom, Dad. Hey, Schatz. Wir haben dich vermisst. Hey, ich euch auch. Hab dich. Siehst du? Puh, zum Glück. Du musst aufpassen. Die Flosse ist zu gefährlich. Du brauchst Beine. Überlass das mir. Was hat er vor? Auf keinen Fall. Meerjungfrau, ich Glückspilz. Hab dich. Hey. Was? Überraschung. Das gehört mir. Mein magisches Medaillon. Was fällt dir ein? Ich habe einen Termin. Bis bald. Ich bin wieder zurück. Ich habe etwas Magisches. Probier es an.
Es hat geklappt. Die Flosse hat sich in Beine verwandelt. Wow, yay. Es wird Zeit, dass wir dich umstylen. Ich würde gerne wissen, ob wir etwas gebrauchen können. Bin schon unterwegs. Das ist echt hart. Unser Schatz lernt laufen. Probier es an. Ich wette, es wird dir gut stehen. Und das auch. Und das. Ich kann es nicht halten. Ein Sweatshirt, um den Look abzurunden. Ups. Oh, Schätzchen. Wie ist das? Gefällt es dir? Ich glaube, ich weiß, wie ich deinen Look auf ein ganz neues Level bringen kann. Schneide die Ärmel ab. Schneide entlang der Naht. Und peppe sie mit Pailletten auf. Tada! Die Beinstulpen sind fertig. Die sind der Hammer. Danke. Ah! Nee, Beine sind zu gefährlich. Vielleicht sollten wir deine Flosse zurückbringen. Wow! Eine Flosse fühlt sich viel besser an. Fühlt sich an, als wäre der Raum noch nie geputzt worden. Ah, eine Spinne! Alles voller Spinnenweben und Staub. Das Zimmer ist das Schlimmste. Schatz, was ist denn los? Ich halte es nicht mehr aus. Um mich herum gibt es nur Spinnen und Spinnweben. Was soll ich tun? Ich liebe Spinnen. Jake, Schätzchen, geh erstmal nach draußen spielen. Wir haben das im Griff. Das ist nicht zu retten. Das wird schon. Wo sollen wir anfangen? Hier ist unsere Kleidung. An die Arbeit. Der ganze Staub und Schmutz muss weg. So. Ich habe eine Idee. Hört sich nicht gut an. Gib mir Zeit, um die Deko fertigzustellen. Wie sieht es jetzt aus? Bravo, bravo. Jetzt bin ich dran. Keine Pailletten, nur Bauschaum. Forme eine Koralle und warte, bis der Schaum ausgehärtet ist. Als nächstes anmalen. Fertig. Man kann nicht erkennen, ob es echt ist oder nicht. Wow. Fantastisch. Ein paar Seepferdchen, um das Zimmer zu vervollständigen. Hübsch. Ich habe Muscheln. So kannst du das Meer hören, wann immer du willst. Wirklich? Hallo. Jetzt ist es gemütlich. Kitty, es ist Schlafenzeit. Ich habe dich gefunden. Ursula ist hier. Ich brauche Licht. Sofort. Es lässt sich nicht einschalten. Ah, Hilfe. Schätzchen, was ist denn? Sie ist wieder da. Ursula war hier. Es ist alles in Ordnung. Es war nur ein Traum. Ich werde dieses Meeresnachtlicht neben dein Bett stellen, damit du süße Träume hast. Wow, das ist wunderschön. Träum mal, schönes Schätzchen. Danke. Drück auf den Like-Button, damit das Nachtlicht die ganze Nacht anbleibt. Nachtlichter sind so nervig. Yay, ein Pool. Warte. Es ist tief und das Wasser ist kalt. Schatz! Oh ja, ich habe ein Thermometer. Dann mal los. Zu kalt. Schwimmen verboten. Ich will unbedingt schwimmen. Uah. Ich habe mir etwas einfallen lassen. Ich nehme die Pumpe und die Muschel mit. Ich bin gleich zurück. In der Zwischenzeit können wir beispielen. Dazu habe ich keine Lust. Eine aufblasbare Muschel für eine Meerjungfrau. Wow. Steig ein. Ich bin bereit. Endlich kann ich schwimmen. Ein Erinnerungsfoto. Schatz, lächeln. Das ist ein schönes Restaurant. Kenner, hallo. Wir haben Hunger. Ah, Sushi-Rollen. Warum sollte man sowas essen? Das ist nicht okay.
So eine Frechheit. Wir hauen hier ab. Warte, wir haben etwas Besonderes für euch. Direkt aus dem Meer. Ihr werdet es nicht bereuen. Oh, eklig. Genug, du fiese Hochstaplerin. Du wirst mich nicht austricksen. Sieh nicht hin. Wie wäre es damit? Der Hauptgang ist ein Krabben-Sandwich. Ich liebe Krabben. Der zweite Gang ist das Perlendessert. Wow, umwerfend. Und Delfine zum Nachtisch. Mom, das ist mal was anderes. Danke, Schatz. Ich kann den morgigen Tag kaum erwarten. Morgen bist du nicht mehr da. Oh nein, Ursula, sie ist wieder da. Ah! Schatz, ich hab dir doch gesagt, dass es nur ein schlechter Traum war. Was? Rette dich! Ich setze mich für meine Tochter ein. Jake! Wieder geflohen. Toll, langsam wird es lästig. Dad, Hilfe! Die Hexe ist zurück. Was? Die Seehexe, sie ist böse. Ich will das Mädchen. Du wirst uns keine Angst einjagen. Lächerlich, ich kann wirklich zaubern. Wie wäre es damit? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Das Thema des heutigen Kurses ist die Anatomie der Meerjungfrau. Ihr zwei seid still. Das Experiment kann beginnen. Als erstes fangen wir eine Meerjungfrau. Am besten lockt man sie mit Gold an. Werft es rein und wartet. Im zweiten Schritt bereiten wir ein Netz vor, um die Meerjungfrau zu fangen. Das fühlt sich falsch an. Schritt 3. Nehmt eine Angelrute, um die Meerjungfrau herauszuziehen. Oh ja, komm her, Fisch. Aha, zwei große Meerjungfrauen. Toller Fang. Meerjungfrauen müssen frei sein. Ich werde euch helfen. Oh, danke. Ich weiß das zu schätzen. Das war sehr nett von dir. Du, was fällt dir ein, meine Beute zu befreien? Ich würde zu gern sehen, wie du dich als Beute fühlst. Geschieht dir recht. Komm, May. Bleib weg von diesem Spinner. Bist du bereit? Das Portal ist offen. Wunderbar. Dumme Meerjungfrauen. Loser. Ich hasse sie. Ich liebe Meerjungfrauen. Ich wünschte, ich könnte eine Meerjungfrau sein wie ihr. Sorry, Kleine. Du kannst erst eine Meerjungfrau sein, wenn du 18 bist. Du bist nicht groß genug. Naja, ich kann warten. Na gut. One eternity later. Yay, ich bin endlich 18. Es ist endlich soweit. Oh, Glückwunsch. Das alles hier kann weg. Holen wir uns unsere Jugend zurück. Wow, das ist der Wahnsinn. Fangen wir an. Wir sind so reich, dass wir uns praktisch alles leisten können. Ich werde einen Kiemenmacher bestellen. Lieferung nach Hause. Hier ist der Kiemenmacher. Hast du den bestellt? Ja, danke. Hier, behalte das Wechselgeld. Ich bin reich. Wow! Das ist der beste Kiemenmacher der Welt. Keine Sorge, es tut nicht weh. Kopf hoch. Meine ersten Kiemen. Ich bin so glücklich. Was ist das? Heilige Schuppen, lass sie sofort los. Es brennt. Was soll ich tun? Ich weiß, wir brauchen ein Portal. Der Psycholoser ist immer noch hier. Ich hau ihr ab. Oh, hier ist es. Ein Geschenk des Himmels. Eine Aloe-Pflanze. Und eine Blume. Oh, schöne Ernte. Ich muss zurück. Hm, was war das? Wen kümmert's? Das geht gleich wieder weg. Ich habe alles für die Heilmaske. Ich fange mit Aloe-Saft an. Jetzt die zarten Blüten. Mischen. Hier. Trag es auf die Haut auf. Die Rötung ist weg. Wahnsinn. Als nächstes kümmern wir uns um die Schuppen. Was ist da drin?
Nee, das klappt alles nicht. Oh, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Mr. Schildkröte. Oh, du bist hier. Hey, könntest du mir einen kleinen Gefallen tun? Auftrag angenommen. Toll. Umwerfend. Alles erledigt. Hier, bitte. Danke. Das Porträt ist fertig. Wir müssen nur noch unseren Zauber hinzufügen. Ich mach das. Fertig. Die Schuppen sind so schön. Sieh dich an. Sieht das gut aus? Wer ist das? Lass mein Bein los. Hey. Hey, hierher. Guter Junge. Dein Lieblingsspielzeug. Fang. Sehr schön. Unser Oktopus denkt, er sei ein Hund. Meine Schuhe. Er hat sie zerkaut. Ganz ruhig. Es wird Zeit, dass wir dir eine Flosse besorgen. Meerjungfrauenflossenzauber. Das sieht gut aus. Etwas rosa Feenstaub. Was machst du da? Um Himmels Willen. Die Flosse muss blau sein. Sie ist eine Meerjungfrau, keine Barbie. Reines Gold, um zu strahlen. Sieht das gut aus? Oh ja. Oh nein, es fehlen die Perlen. Stimmt, ich weiß es am besten. Ja, ich. Das ist mein Spruch. Es ist meiner. Hör auf. Hör du auf. Oh, ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Sollen wir ausprobieren, wie es geworden ist? Bist du bereit? Ich brauche keine zwei Flossen. Das ist doch nicht schlimm. Wir werden eine bestellen. Eine Meerjungfrauenflosse, bitte. Hey du, hier ist die Flosse, Ladies. Bis dann. Die schönste Flosse. Nur das Beste. Probier sie an. Oh ja, ich liebe sie. Wow. Was trägst du da? Wir brauchen ein neues Oberteil. Nein, ich suche das neue Oberteil aus. Hört auf. Barbara, Kitty, wir könnten zusammen ein Oberteil machen. Klingt das gut? Ja. Wir brauchen ein weißes Oberteil und Farbe. Eine Prise Glitzer. Der letzte Schliff. Ärmel anbringen. Darf ich es mischen? Klar. Sieht fertig aus. Es ist wahnsinnig gut geworden. Das Oberteil sieht fantastisch aus. Oh ja, du siehst fabelhaft darin aus. Was? Ein Alarm? Der Professor führt nichts Gutes im Schilde. Pass auf. Oh ja, meine Portalkanone. Jetzt gehören mir alle Portale. Ciao, Insel. Wo ist der hin? Ihr seid aufgeflogen. Ihr alle drei. Ganz bestimmt nicht. Diesmal kriegt ihr uns nicht. Wir haben die Macht. Ach wirklich? Dieser Knopf nimmt euch eure Magie weg. Bye. Unsere Magie. Was hat er getan? Oh nein. Hilflose Fische. Ihr gehört mir. Was? Willst du spielen? Hier, fang. Was? Nein, nein, nein. Nein, nicht. Hilfe. Mehr Jungfrauen. Juhu. Das geschieht dir recht. Tolle Idee. Sehr schön gemacht. Wir müssen etwas mit deinen Haaren machen. Ich rufe eine Stylistin. Sie wird den Tag retten. Habt ihr einen Profi gerufen? Hier bin ich. Wer ist mein Opfer? Sie ist es. Mach ihr die Haare. Also, das kann dauern. Sitz still. Oh nein. Was macht sie da? Tada. Alles fertig. Sehe ich damit gut aus? Was ist das für ein Chaos? Das ist doch keine Meerjungfrauenfrisur. Das ist der angesagteste Modetrend. Ich will mein Geld. Nimm es. Gern geschehen. Wir bringen das in Ordnung. Es schreit nach Farbe. Viel besser, oder? Es ist nur schlimmer geworden. Wir sollten die Haare wachsen lassen. Dafür nehmen wir Haarwuchsperlen. Wow, yay, es hat geklappt. Ich liebe lange Haare.
Haare sind fabelhaft. Was ist mit dem Make-up? Oh, du hast recht. Wir haben eine schnelle Methode dafür entwickelt. Weiter. Wow, das ist eine Menge Gold. Oh. Noch eine Sache. Goldener Lippenstift. So hübsch. Mein Glam sieht fantastisch aus. Oh, was habe ich bekommen? Noch eine Lieferung? Was ist es? Hey Ladies, habt ihr einen Hering bestellt? Ja, ich werde ihnen das Leben schwer machen. Nein, tu das nicht. Was machst du da? Es gibt eine Menge schöner Sachen. Okay, wenn du darauf bestehst. Das sind deine perfekten Accessoires. Probier sie an. Boah, das sollte reichen. Was? Ich bin schon wieder pleite. So ein Pech. Bye. Und wie ist es? Hübsch. Probier auch die hier aus. Sie wird dir gut stehen. Perfekt. Danke, Meerjungfrauen. Fehlt nur noch der Gürtel. Du siehst toll aus. Du bist die perfekte Meerjungfrau. Was ist das? Was hat er vor? Ich werde mich an den Meerjungfrauen rächen. Oh ja, das ist perfekt. Was ist das für ein Ort? Warum sind wir hier? Ich will nach Hause. Ein Bild mit Meerjungfrauen. Nur 20 Mäuse. Was hat er vor? Nur einen Tag. Ihr bekommt einzigartige Bilder für wenig Geld. Ich will ein Foto mit Meerjungfrauen. Ich will zuerst. Erst das Geld, dann das Foto. Oh nein, rette uns. Hilfe. Hilfe uns. Ich flehe dich an. Ich bin der Nächste. Sehr schön. Wir können die Hilfe wohl vergessen. Wir sind auf uns allein gestellt. Wir verschwinden von hier. Aber sei leise. Ich liebe Geld. Es ist zu. Lass dir was einfallen. Ich benutze meine Kraft. Käthe lässt das Laster springen. Jetzt geht's los. Nein, mein Pickup. Halt, wir wollen unser Geld zurück. Es ist so heiß. Ich schmelze gleich. Unerträglich kalt. Ich werde mich in einen Eistapfen verwandeln. Es ist deine Schuld, dass wir hier festsitzen. Es ist deine Schuld. Meine? Das war doch deine Idee. Hör auf, anderen die Schuld zu geben. Das darf nicht wahr sein. Ich fasse es nicht. Echte Meerjungfrauen. Warum starrt sie uns so an? Sie will uns auffangen. Meerjungfrauen, ich bin ein echter Fan. Endlich habe ich euch gefunden. Ein Fan? Bitte nicht so laut. Wir verstecken uns. Ich verstehe. Mein Haus steht euch zur Verfügung. Hier sind die Garagenschlüssel. Wow, wir sind dir was schuldig. Wir sind aus dem Gröbsten raus. Die ganze Garage steht uns zur Verfügung. Wow. Toll. Wenn du mich fragst, wäre ein bisschen Putzen ganz nett. Los geht's. Wir müssen den ganzen Krempel loswerden. Wir haben es geschafft. Das weiche Bett ist fertig. Mehr Kissen. Es fehlt auch ein Nachttisch. Etwas Eis zum Entspannen. Ich mache ein paar Eisformen. Ich brauche nur einen Hammer und etwas Fantasie. Was hat sie vor? Tada! Das Eis hat sich in ein Kunstwerk verwandelt. Du kommst an die Wand. Quallendeko. Sieht toll aus. Ein paar Fotos wären wie die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Was in aller Welt ist das? Das ist ein Dekobild. Auf keinen Fall. Das ist zu rot. Nicht übel. Unser Haus ist großartig. Wir haben es geschafft. Gesucht. Ich werde euch aufspüren. Ihr werdet nicht wegschwimmen. Ich sende eine Nachricht an den Ozean. Was? Was?
Die sind nicht hier? Ich weiß, dass sie da sind. Au! Was ist das? Werfen Sie keine Flaschen ins Meer. Die Strafe beträgt 1000 Dollar. Was? Ah, ich verstehe. Es wird nicht wieder vorkommen. Aber was soll ich tun? Er wird uns nie finden. Wir sind hier sicher. Es ist vorbei. Was ist passiert? Erzähl schon. Meine Klassenkameraden haben sich über mich und mein Outfit lustig gemacht. Sie glauben mir nicht. Sie sagen, Meerjungfrauen gibt es nicht. Seht euch den Helm an. Wie witzig. Du hast dir das alles ausgedacht, du Loser. Nein, was für eine traurige Geschichte. Und was soll ich jetzt machen? Ich weiß. Wir werden dich zu einer Meerjungfrau umstylen. Wow, geht das denn? Fangen wir mit deinen Haaren an. Weg mit den kitschigen Zöpfen. Die Haare mit Strassstein aufpeppen. Das Netz wird zu einer Schablone. Tada, die Schuppen sind fertig. Probier das neue Outfit an. Und vergiss die Muschelheizkette nicht. Ich bin ganz verrückt danach. Zeit zum Glitzern. Die Meerjungfrau strahlt wie ein Diamant. Der letzte Schliff. Ein Diadem. Ihr seid so nett. Wir sind ein Dream Team. Ich bin wieder da. Ach du? Das Spiel ist vorbei. Beste Freundinnen, gleich gibt es einen Tritt in den Hintern. Kommt, Meerjungfrauen. Zeigt es ihnen. Auf jeden Fall. Oh, Hilfe! Die Stimmung wird gleich besser. Du bist dran. Du solltest dich mal abkühlen. Eiskalt. Heiß. Lektion gelernt. Meerjungfrauen sind nicht zum Lachen da. Es ist viel zu heiß hier drin. Hey, es ist zu kalt. Ich zittere. Die Hitze ist nicht zum Aushalten. Gib mir die Fernbedienung. Auf gar keinen Fall. Hier ist es kälter als am Nordpol. Ups. Die Fernbedienung ist eingefroren. Ich werde sie auftauen. Oh, ich wollte sie nicht schmelzen. Was für ein unglücklicher Unfall. Zum Glück habe ich eine Ersatzfernbedienung. Warum funktioniert sie nicht? Was? Leute, ihr müsst 10.000 Likes da lassen, damit die Fernbedienung funktioniert. Hilfe, like dieses Video, bevor ich schmelze. Es ist eiskalt. Meine Flosse, sie ist eingefroren. Zum Glück habe ich einen Föhn. Wenn du mich fragst, ist ein Quallenfächer viel besser. Ich hab euch. Warte, wo sind denn alle? Wo sind sie? Spuck's aus. Hast du nichts zu sagen? Gemeiner Fisch. Was ist das? Eine Flosse oder was? Sie sind sowas von fertig. Sie werden es bereuen, dass sie entkommen sind. Nein, werden wir nicht. Au! Das war's. Ihr habt mich wütend gemacht. Was ist das? Ein Meerjungfrauenkostüm? Nicht übel. Ich habe einen neuen Plan. Ich bin bereit. Wo ist das Netz? Hilfe! Rette mich! Die Prinzessin ist in Schwierigkeiten. Ich werde dich retten, mein Schatz. Wag es ja nicht. Hau ab! Du
hättest einen Frosch küssen sollen. Wag es nicht, zurückzukommen. Hilfe! Unsere Schwester ist in Schwierigkeiten. Komm, wir müssen das Netz entwirren. Danke. Jetzt steckt ihr in der Klemme. Ihr könnt nicht entkommen.